So, Mädels, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir als Oelsnitzer Karnevalsvereinigung sagen müssen, also Mädels bis hierher und nicht weiter, nicht nur herkommen, tanzen und sich berieseln lassen. Nein, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ihr alle aktiv in unser Programm mit eingreifen. Dazu werden wir eine imaginäre Linie genau in der Mitte dieser Treppe verfolgenderweise den Saal entlang und dann dort aus die Mitte der mittleren Tür wird eine imaginäre Linie gezogen, genau durch diesen Tisch, der da vorne steht, und wir haben diese Saalhälfte und wir haben diese Saalhälfte. Wenn ich jetzt sagen würde, wir haben die linke Saalhälfte und die rechte Saalhälfte, es würde zu Verwirrungen führen. Deshalb sagen wir haben die Straßenseite und wir haben die Hofseite. Und wir spielen jetzt das Spiel Tic-Tac-Toe. Der eine oder die eine wird es kennen. Ich habe es bisher noch nicht unter diesem Namen gekannt. Wir haben hier Schachbrett ähnlich ein Raster aufgebaut, besteht aus 3x3, Summe 9 Felder. Und wir haben für diese straßenseitige Hälfte, für diese Spielgruppe Figuren mit einem Kreuz. Und für diese Seite haben wir Figuren mit einem Kreis. Und diese Männlein, diese Spielfiguren, die bitten wir jetzt herein, Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unsere Spielfiguren. Es ist alles möglich, denn wenn ihr auch eine 6 würfelt, dann
Pilz einstechen. So, jetzt müsste theoretisch von der gelben Seite sich jemand befleißigen, diesen Würfel zu Applaus für die Dame, die jetzt das Glück der linken Seite braucht. Ihr bitte, wer auch immer das macht, ihr seid zum Verständnis, ihr seid ein Team, ja, ihr seid eine Einheit quasi. So, ihr sagt mir bitte, an welche Stelle eines dieser Headline hier auf unserem Raster hingestellt werden soll. Ich höre, ihr redet so leise, ich kann das jetzt direkt nicht hören. Nicht welches Männlein, sondern egal welches Männlein, wohin dieses Männlein. So, das wäre jetzt auch suboptimal, weil das außerhalb unseres Spielfelds ist. Also, okay. Rot hat entschieden, du bleibst stehen, guckst schön nach vorne, dass wir jetzt sehen, was du für eine Farbe hast. Wir haben zusätzlich zu unterschiedlichen Farben auch noch unterschiedliche geometrische Figuren gewählt, um eventuelle Verwechslungen auszuschließen. Bitte, Team Gelb, wohin euer Männlein? Ja, komm, Männlein Gelb. So, Männlein Gelb wird in die Mitte platziert. Team Rot? Nicht zu lange. So ein gelbes Männlein bitte dahin auf die Schwarze. Oh, hier wird mitgedacht. Team Rot. Ein Rotkreuzmännlein. Bitte schön, ein Kreuzmännlein auf die schwarze Stufe. So, Team Gelb. Ein gelbes Männlein, bitte, hier haben wir. Ja. Es entbrennt eine Schlacht. Team Rot, bitte. Yeah.
etwas gelernt. Wir haben